Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur Folge 17 unserer Reihe aus dem Kraftwerk Gottes, also von den Kraftwirkungen Gottes, die in unserem Leben möglich sein können und was Gott alles in unserem Leben durch seine Kraft tun möchte. Und wir haben schon in der letzten Folge in 16 und jetzt auch in 17 und dann auch in 18, 19, also diese Folgen 16 bis 19, sie handeln davon, wie der Heilige Geist in uns mehr wird und wie wir dieses beeinflussen können. Also wie wir dafür sorgen können, dass in uns dieser Pegel, dieser Wasserstand vom Heiligen Geist weniger oder mehr wird. Und ich habe euch das Bild gezeigt mit dieser grünen Kontrastflüssigkeit, die sich durch die Adern des Menschen ziehen. Ich zeige es auch nochmal hier, dass ihr so ein bisschen ein Bild davon habt. Stellt euch mal vor, dieses grüne Mittel ist jetzt der Heilige Geist in euch. Wir wissen aus einerseits aus der Erfahrung, aber auch andererseits aus der Schrift, dass dieser Pegel Heiliger Geist in uns weniger und mehr sein kann. Und dass er auf natürliche Art und Weise weniger wird, weil wir einfach in diesem Leben unterwegs sind, in unseren Berufen, in unserer Familie, kann das jederzeit passieren. Das ist überhaupt kein Problem. Aber wir haben es, so sagt die Schrift, haben wir es in der Hand, dass es wieder mehr wird. Und ich habe in Folge 16 darüber gesprochen, dass dies geschieht, indem wir in Gnade wandeln. Das war ein bisschen theoretisch vielleicht für den einen oder anderen. Heute geht es ganz praktisch zur Sache, denn ein weiteres ist beschrieben im Epheserbrief und ich lese euch den Vers jetzt einmal vor, der dazu gehört. Steht im Epheser Kapitel 5, der Vers 19, beziehungsweise müssten wir sagen 18b und dann 19. Werdet immer wieder mit Heiligen Geist erfüllt. Das wird bei euch so nicht stehen, ich muss da gerade einen Break machen. Es meint aber ein permanentes mit Geist erfüllt werden und nicht ein einmaliges. Also müsste die Übersetzung lauten, werdet immer wieder mit Heiligen Geist erfüllt. Und dann kommt eine Ausführungsbestimmung. Was dadurch geschieht, indem wir. Also eine Ausführungsbestimmung. Wie werden wir immer wieder von Heiligen Geist erfüllt? Indem wir untereinander in Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern reden und in unserem Herzen singen und spielen. Es geht um Lobpreis, um Anbetung, die auch mit Musik und Melodie zu tun hat, grundsätzlich. Wir sollen untereinander und selber, das heißt miteinander als Geschwisterschaft und jeder selber für sich, in Lobgesängen unterwegs sein, in Psalmen singen, geistliche Lieder. Jetzt sagst du vielleicht, Mensch, ich bin nicht so der Lobpreistyp. Ich bin nicht so der Typ dafür, dieses dieses salbungsvolle Chorus zu singen, das ist nicht so meins. Ich muss an der Stelle sagen, das spielt jetzt mal gar keine Rolle, weil es aber Gottes ist. Es ist himmlisch, dass dort Gott angebetet wird. Es ist im Himmel kontinuierliche Anbetung Gottes, musikalisch und mit Worten. Und Gott soll angebetet werden, Gott möchte angebetet werden. Und dann ist es nicht die Frage, ob das gerade so unser Geschmack ist. Es ist auch nicht die Frage, ob mir das liegt oder ich da irgendwo eine Leidenschaft für habe. Spielt alles keine Rolle. Anbetung musikalisch ist Christengebot. Okay, sagst du jetzt, Mann, ja, da muss ich halt irgendwie ein Liedchen singen. Nein, darum geht es auch nicht. Denn es steht extra geschrieben, wo wir singen sollen. In unserem Herzen und in unserer Seele. Und jetzt wird es wichtig für heute. Es gibt Lieder, die springen, da springt der Heilige Geist in dir auf dieses Lied an. Das heißt, der Heilige Geist in dir beginnt zu singen.
Und du spürst es schon vorher, wenn du das Lied hörst, dass dir plötzlich ein warmer Schauer über den Rücken geht oder du plötzlich bestimmte Gefühle und Gedanken hast. Du merkst, der Heilige Geist in dir mag dieses Lied, mag diese Musik. Ich habe so Lieder, ich habe so meine Playlist. Da merke ich, bei dieser Playlist, da springt der Heilige Geist förmlich drauf an in mir. Er mag sie, die Lieder, er mag sie hören und er mag sie mitsingen. Und dann ist das ein Singen in mir, denn der Heilige Geist in mir beginnt mitzusingen, beginnt mitzusummen oder was auch immer. Es ist ein in mir, etwas geschieht etwas. Es geht nicht um das, was ich tue, sondern was dem Heiligen Geist in mir gefällt und wo er bei mitmachen möchte. Und deswegen habe ich so für mich so eine Playlist, ich glaube es sind 10, 11, 12 Songs drin, von denen weiß ich ganz sicher, die gefallen dem Heiligen Geist sehr in mir. Und ich höre diese Lieder oftmals, sehr oft, gerne auch laut. Und wenn ich dann aber abends alles ausmache und ins Bett gehe, merke ich, wie der Heilige Geist in mir weiter singt. Das ist nicht in meinen Gedanken. Das ist eine ganz anders verortet. Das ist irgendwo in meinem Herzen, in meiner Seele, ist da was immer noch am Singen, irgendwas am Anbeten. Es geht darum, dass der Heilige Geist in mir Gott anbeten möchte. Und deswegen sollen wir einen Lebensstil der Anbetung pflegen, einen Lebensstil des Lobpreises pflegen. Natürlich kannst du nicht im Büro sitzen und deinen Job machen im Büro am Schreibtisch und dabei Lieder singen, aber du kannst in dir singen, in dir ein Liedchen auf den Lippen haben. Und da mache ich dir zum Mut. Das ist die eine Seite. Das ist die Seite, wo der Heilige Geist in mir beginnt, mit meinem Geist zusammen Gott zu anbeten. Es gibt noch eine zweite Seite. Das ist die Seite, wo Lieder sehr inhaltsschwer sind, wo sie sehr viel Inhalt haben, sehr viel Stoff haben. Manche Lieder sind halbe Predigten und sie sind Motivationsmaterial. Das ist eine ganz andere Klasse Lieder. Die sollen uns anpredigen. Die sehe ich nicht als diesen geistgewirkten Lobpreis an. Das sind Predigten in musikalischer Form, die uns motivieren, im Glauben stabil zu sein, im Glauben fest zu sein, im Glauben Schritte zu gehen, etwas zu wagen und vorwärts zu machen. Auch solche Lieder sind wichtig. Aber die erste Kategorie mehrt den Heiligen Geist in mir. Die zweite Kategorie mehrt mein Vertrauen. Ich bin richtig ausgenordet, ich bin auf die richtigen Dinge fokussiert, ich wage Vertrauen. Das sind die Lieder, die Predigten sind. Die Lieder, die vom Geist gewirkt sind, die mehren den Heiligen Geist in mir. Da wächst was in mir. Die Lieder, die inhaltsschwer sind, Entschuldigung, das Wort inhaltsschwer ist, meint es nicht negativ, sondern die Inhalt voll sind, die vollgeladen sind mit Inhalt. Solche Lieder motivieren mich im Glauben, die schieben mich vorwärts. Die Lieder, die den Heiligen Geist in mir ansprechen, die helfen ihm in mir auszudehnen. Und die Schrift sagt im Epheser, wir sollen geistgewirkte Lieder singen in unserem Herzen. Das ist genau das, was ich beschreibe. Und ich mache euch Mut, entdecke, auf welche Lieder du ansprichst, auf welche Lieder der Heilige Geist in dir reagiert. Wo spürst du ihn? Wo spürst du den Heiligen Geist in dir? Bei welcher Art von Lobpreis ist das? Und dann hör dir diese Lieder an, bis du wirklich so aufgepusht wirst im Geist. Und ich will jetzt noch was Besonderes versuchen. Ich weiß nicht, ob es mir gelingt. Ich werde meine Spotify-Liste, Prayer-Anbetungsliste euch zur Verfügung stellen. Die ist jetzt unten im Kommentar mit drin. Ich hoffe, dass technisch das Ganze funktioniert. Und es heißt aber nicht, dass das bei euch die gleichen Wirkungen hat, wie es bei mir hat. Ich mache euch einfach Mut, da dran zu bleiben und auch dieses Element zu nutzen, um selber im Geist zu wachsen. Also, ciao, bis nächstes Mal, euer Frank.